Jeder fünfte Mensch leidet in Deutschland, weltweit wird es ähnlich sein, im Laufe eines Lebens mal an einer Depression. Wir haben in Deutschland 4,7 Millionen Menschen, die unter Depressionen leiden, und die Dunkelziffer wird noch viel höher sein. Also dieses Thema ist präsent, und Robbie war kein Einzelfall. Man sollte auf die Person zugehen, wenn man sie näher kennt, und mit der Person reden, sagen, mir ist was aufgefallen, du hast zum Beispiel gar keine Freude mehr an unserem Tennisspiel, weil das haben wir doch immer so gerne gemacht, oder du ziehst dich zurück, ist mit dir alles in Ordnung? Also fragen, aber nicht bedrängen. Depressionen sind heilbar, und so wie es eben bei schweren Krankheiten ist, kann es auch tödlich sein. Es hat sich schon komplett verändert, aber es ist oft noch Depression mit Schwäche gleichgesetzt. Und das ist ja mein Erstreben, dass das irgendwann nicht mehr so ist. Dass wirklich auch der Letzte weiß, Depression ist eine Krankheit und keine Art von Schwäche.